Dankeschön. Und damit herzlich willkommen bei Neues aus Babelsberg, bei Alex TV oder bei einem Stream, wo auch immer ihr uns gerade sehen könnt. Das ist eine ganz besondere Sendung, die ihr sehen könnt. Die ist nicht so wie jede andere, denn die wurde von Schülern erstellt, der 10. Klasse des Babelsberger Filmgymnasiums. Dafür möchte ich erstmal einen extra Applaus haben, bitte. In Zusammenarbeit mit dem Medieninnovationszentrum Babelsberg. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Mein Name ist Tim Schulteis. Ich konnte heute selber mit dem Fahrrad zu dieser Sendung kommen, weil ich hier um die Ecke wohne. Es fühlt sich für mich also auch sehr heimisch an. Außerdem ist das Radio Fritz Studio gleich um die Ecke, wo ich normalerweise auch mein Gesicht ins Mikrofon halte. Heute sind wir hier und ich freue mich sehr. Was bedeutet das, wenn Schülerinnen und Schüler eine Sendung machen, wenn sie daran arbeiten? Das kann ich mit einer Schülerin besprechen. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Ein Applaus bitte für Marit Lundgren. Hi. Hallo. Wenn ich mich an meine Schulzeit zurückerinnere, damals im 16. Jahrhundert, dann erinnere ich mich an dieses ewige Gefühl, nicht genug getan zu haben, Hausaufgaben und so weiter. Aber ihr seid ein Filmgymnasium und ihr macht eine Sendung, verdammt nochmal. Wie anders ist denn eure Schule? Der Unterschied zwischen unserer Schule und normalen Schulen liegt darin, dass wir sogenannte Profile haben. Also wir haben das Profil Theater, Tanz, Film und Bilingual. Und diese Profile werden von Klasse 7 bis 9 zwei Stunden die Woche unterrichtet. Und in Klasse 10 kann Tanz und Film weiterbelegt werden. Und im Bereich des Filmunterrichts wird uns alles Mögliche beigebracht. Das Basiswissen über die Kamera, die verschiedenen Einstellungsgrößen, wie man mit einem Greenscreen arbeitet und auch wie man mit dem Schnittprogramm arbeitet. Und dann machen wir kleinere Projekte, wie zum Beispiel eine Filmkritik drehen, aber auch größere Projekte wie diese Sendung hier. Ja, Neues aus Babelsberg heißt sie. Es dreht sich alles also um diesen Potsdamer Stadtteil. Wie seid ihr denn auf dieses Thema und den Titel gekommen? Der Filmkurs des vergangenen Jahres hat im letzten Teil seiner Sendung bereits die Media City vorgestellt und verschiedene Themen dieser. Und wir, also der Filmkurs dieses Jahres, dachte sich, dass man das ja einfach weiterführen kann. Das haben wir auch getan. Ihr habt jetzt ein ganzes Jahr an dieser Sendung gearbeitet, vom Drehbuch über Regie und Licht und Ton, das Filmen und das Schneiden. Was hat euch denn am meisten Spaß gemacht? Also am meisten Spaß gemacht hat die Arbeit hier natürlich und vor allem auch die Belichtung einstellen, hat mir persönlich sehr viel Spaß gemacht. Und ich glaube, die Leute im Regieraum hatten auch sehr viel Spaß mit dem Switchen der Kameras und verschiedenen Einstellungen, die es da noch gibt. Man hat ja vorher so eine Vorstellung wahrscheinlich, wie das sein wird, wenn man eine Sendung macht und wie das alles so geht. Was hat dich dann, als du es wirklich gemacht hast, überrascht, dass es vielleicht doch anders ist? Also mich hat vor allem überrascht, wie viel Arbeit eigentlich hinter so einer Sendung steckt. Man schaut ja in den Fernsehen, schaut sich so eine Sendung an und denkt so, ja, ganz gut, aber man weiß halt einfach nicht, wie viel Arbeit dahinter steckt, was sich alles überlegt worden ist dafür, wie die Kamerawechsel immer geprobt worden sind und so weiter. Ja, und jetzt bist du hier und du kannst stolz auf dich sein, denn wir sind mittendrin in eurem Projekt. Ein Applaus nochmal für Marit. Dann wenden wir uns mal dem Neuen aus Babelsberg zu. Was gibt's denn da? Die Schüler Paul, Maximilian und Leonard haben sich mit Kamera und Mikrofon bewaffnet ins Art Department Studio Babelsberg gewagt und einen Film für euch gemacht. Herzlich willkommen an dem Ort, wo Kulissen zum Leben erweckt werden. Im Art Department vom Studio Babelsberg haben wir uns mit Robert Krüger und seinen Kollegen verabredet, die uns ein wenig vom Neuen aus Babelsberg berichten. Herzlich willkommen. Ihr befindet euch hier im Art Department Studio Babelsberg. Das ist der Teil, der für die Construction im Film verantwortlich ist. Wir sind verantwortlich für die Oberflächen. Alles, was mit Oberflächen zu tun hat, Materialimitationen, Gemälde, Gemäldekopien, große Prospekte. Und ich würde euch einladen, mal mit uns durch die Werkstätten zu gehen, dass ihr seht, wie wir auch arbeiten, wie wir die neuen Technologien benutzen. Als Beispiel hier zum Beispiel dieses Stück Styropor, was mit der CNC 3D geschnitten wurde. Und das verwandeln wir dann in der Oberfläche in ein
Stück Stahl für eine Panzersperre, im Film Bridge of Spies beispielsweise oder anderen Filmen. Also wie gesagt, herzlich willkommen. Wir gehen durch die Werkstätten und ich zeige euch mal, was wir so machen. Wir stehen jetzt hier vor unseren 3D-Druckern. Wir haben da verschiedene Modelle, können kleine Bauteile drucken, ziemlich präzise, auf 1/10 mm genau, können aber auch große Teile drucken, in Menschengröße am Stück 1:1. FDM-Drucker, die arbeiten im Schmelzschichtverfahren und wir haben SLA-Drucker, die arbeiten mit der Stereolithografie. Gerade auf Ihrem Desktop zu sehen, ist ja eine Art Roboter. Was macht eigentlich dieser Roboter und welche Vorteile bringt Ihnen dieser Roboter bei der Arbeit? Mit dem Roboter fräsen wir vorzugsweise Styropor. Das ersetzt im Prinzip nicht zu 100%, aber er macht damit diese Arbeit, die Bildhauer früher im Prinzip per Hand gemacht haben. Und fräst halt Teile aus Styropor, Figuren, Dekorationsteile. Für mich besonders beeindruckend eine numerisch gesteuerte Heißdrahtmaschine, mit der Dekorationsteile geschnitten werden, die auch zahlreich für große Dekorationen der Metropolitan Backlot benutzt wurden. So sehen jetzt die fertig geschnittenen Profile aus und je nach Anwendungsfall würden sie jetzt mit Farbe oder Putz überzogen werden. So, nachdem ihr nun in unserem 3D-Labor gesehen habt, wie die Maschine, dieser KUKA-Roboter, die Teile schnitzt, die wir brauchen hier, sind wir zurzeit im Metropolitan Backlot. Das ist ein Teil, den wir als Berliner Straße definiert haben. In dieser Straße werden die Teile, die in dem 3D-Labor angefertigt werden, eingebaut. Und wir können auch hier an Beispielen sehen, an den Bossensteinen zum Beispiel, ja, oder an den Fensterbekrönungen. Alles, was vorher jemand mühevoll mit einem Draht von Hand geschnitten hat, das erreicht jetzt für uns die neue Technik. Bei aller Euphorie und bei allen Vorteilen, die diese neue Technik mit sich bringt, es ist der anstrengende Teil, der uns abgenommen wird, bleibt es immer noch unerlässlich, dass Bildhauer, kreative Menschen, dass Kollegen selber nochmal Hand anlegen, denn die Patina und alles, was filmisch am Ende für den Zuschauer wichtig ist, dass man am Ende da sitzt und sagt, das ist, passt in diese Zeit, das ist ein authentisches Stück, das schafft eben der KUKA nicht. Ne? Die Vorbereitung dafür ja, aber ansonsten ist der Kollege ist unerlässlich. Also Kulissenteile und ganze Straßen werden nachgebaut im Art Department Studio Babelsberg, dessen Geschäftsführer ich jetzt hier begrüßen darf. Hallo Michael Düwel. Hallo Tim. Eure Arbeit macht mir ein bisschen Angst, muss ich sagen. Michael. Kann nicht sein. Doch, denn jedes Mal, wenn ich ab sofort einen Film oder eine Serie sehen werde, habe ich das Gefühl, ich sehe nur Styropor. Liege ich damit falsch? Ja, auf alle Fälle. Also normalerweise bauen wir immer so fest und stabil, dass es auch länger standhalten könnte, weil
Wenn wir jetzt also eine Styroporwand haben und du möchtest da ein Bild aufhängen, der Nagel wird nicht halten. Also insofern kommen da auch andere Materialien zum Einsatz. Aber über diese Technik, die wir jetzt hier gerade gezeigt haben, haben wir natürlich tolle Möglichkeiten, großvolumige Skulpturen herzustellen. Und das ist schon eine Besonderheit. Ja, in meiner Traumvorstellung sieht es so aus, dass Tom Hanks dann mit seinen Beratern bei euch anruft und sagt, wir brauchen 27 Autos und 36 Kilometer Zaun, der soll aussehen wie Stahl, morgen 18 Uhr. Ja, wenn wir hexen könnten, dann wäre das spannend, aber dahinter steckt jede Menge Detailarbeit und es geht immer alles erstmal richtig los mit dem Drehbuch. Das heißt, die Produktion überlegt sich, was sie hat. Sie engagiert einen Kreativen, in der Regel einen Production Designer, ob in Deutschland oder international. Der diskutiert es in der Produktion und wenn man dann eine Idee hat, was man tatsächlich machen möchte, dann fragt man Babelsberg an, ob wir da mitmachen möchten. Natürlich wollen wir mitmachen und unsere Projektleiter, Construction Manager, die gehen dann mit den Designern und Architekten dann ins Detail und machen ihnen Vorschläge, wie wir das umsetzen können. Und das ist eben wirklich Detailarbeit, wo dann gemeinsam entwickelt wird, wie die Kulissen, wie zum Beispiel bei Babylon Berlin jetzt die Straße entstanden ist, wie das aussehen soll, was da an Oberflächen für Wünsche gestellt werden und macht es sind auf jeden Spaß. Fall richtig große Nummern. Also Babylon Berlin, Bridge of Spies, welche Projekte, die wir jetzt schon sehen können bei Netflix oder sonst wo, woran habt ihr mitgearbeitet? Sicher kennen alle hier Inglourious Basterds mit Quentin Tarantino oder was wir auch, wo wir bis heute sehr stolz drauf sind, ist Grand Budapest Hotel von Wes Anderson. Da waren wir dann allerdings nicht nur im Studio, sondern hier auch in Görlitz und haben dort ein komplettes Kaufhaus umgebaut. Und, aber insofern Hollywood. Sind das tolle Dinge. Genau. Riesengroße Dinge auf jeden Fall. Bei Schauspielern, da hat jeder eine Meinung, der gefällt mir oder der gefällt mir nicht. Bei Filmmusik vielleicht auch noch. Die nehmen manche Menschen, wenn sie Lust haben, richtig bewusst wahr und sagen, oh, toller Song, tolle Komposition. Aber wenn ihr euren Job mit den Kulissen richtig gut macht, dann heißt es ja eigentlich, man sieht gar nichts. Genau, dann haben wir es am besten gekonnt. Das heißt, unser Ziel ist immer, die Wirklichkeit so nachzubilden, damit man nicht sieht, dass wir dabei gewesen sind. Das heißt, ihr habt auch niemals den Genuss, dass Leute zu euch kommen und sagen, das habt ihr aber toll gemacht, weil wenn ihr es toll gemacht habt, sieht man ja nichts. Ja, ich glaube, das Fachpublikum das schon genau identifizieren kann. Und von daher sind wir da jetzt also nicht traurig. Ist es möglich, ich glaube, es ist möglich, bei euch einen Job zu kriegen, eine Ausbildung zu machen, als was wäre das? Und ja, momentan sind wir auf der Suche nach vielen Handwerkern. Wir hoffen, dass wir sehr schöne neue Projekte nach Babelsberg bekommen. Das heißt, da kann sich auch jeder bewerben, vorzugsweise der momentan Tischler, Schlosser, Maler, Lackierer ist. Die sitzen dann an dem Roboter sozusagen? Nein, die sitzen nicht alle an Robotern, sondern die werden dann unterschiedlich in den Studios eingesetzt, da wo wir eben die Dekoration auch entwickeln. Und ja. Dann bin ich gespannt, welche Hollywood-Filme da noch dazukommen. Dankeschön an Michael Düvel. Dankeschön. Vom Art Department Studio. Auf dem Gelände vom Studio Babelsberg waren auch Celine, Katharina und Noah. Sie statteten der Filmuniversität einen Besuch ab. Genauer gesagt dem Startbüro. Und diesen Clip können wir jetzt sehen. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich begrüße euch hier vor der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf, wo wir uns mit dem Leiter des Gründerservice treffen, der uns etwas Genaueres über das Projekt Startbüro erklären wird. Willkommen beim Gründungsservice. Mein Name ist Jörn Krug und der Gründungsservice ist die erste Anlaufstelle hier in der Filmuni für alle, die sich selbstständig machen wollen und die neue Geschäftsmodelle entwickeln wollen. Es ist eine große Herausforderung, mit neuen Firmen am Medienmarkt zu starten. Neue Produktionsfirmen oder Firmen, die eine innovative Technologie anbieten wollen, die brauchen eine Anlaufphase. Dafür bieten wir das Startbüro an. Das Startbüro bedeutet ein Jahr in einem tollen Raum, angeboten von unserem Partner, dem Studio Babelsberg.
unterstützt mit Mitteln vom Medienbord und von der Investitionsbank des Landes Brandenburg, um Projekte zu starten und ins Leben zu rufen. Ja, wenn ihr wollt, dann kann ich euch heute mitnehmen ins Startbüro. Dort ist das Team Bandenfilm und entwickelt sein Filmvorhaben. Bandenfilm ist unser Firmenname, weil wir uns da inspirieren haben lassen von dem Ausspruch Bildet Banden, der gerade natürlich auch in dem Kontext rund um Frauenquotendiskussion und so weiter immer wieder frequentiert war in der letzten Zeit, so in Branchenblättern. Für uns geht es tatsächlich neben diesem Aufruf und diesem Appell wirklich darum, mit genau den Leuten, die wir auch im Studium kennengelernt haben, das Band aufrechtzuerhalten. Also der Gedanke, eine eigene Firma zu gründen, resultierte einerseits daraus, dass ich gerne als Produzentin arbeiten möchte. Und ohne eigene Firma ist das schwierig. Also man kann sich natürlich in größeren Firmen auch als Produzentin oder als Produzent betätigen. Aber das hat natürlich auch immer so ein bisschen damit was zu tun, wie sehr man auch sozusagen sein eigener Herr sein möchte. Auch dadurch vor allen Dingen, dass ich im Studium eben Laura Klippel kennengelernt habe und wir uns sehr gut verstanden haben. Wir im Studium zusammen zwei Kurzfilme realisiert haben, jetzt auch mit der gleichen Regisseurin, mit der wir jetzt auch den Landfilm angehen, was unser erstes Projekt sein wird, war das irgendwie eine naheliegende Entscheidung, hey, wir machen es jetzt mal selbst. Wir haben uns jetzt unser erstes Projekt, einen Langspielfilm, vorgenommen, der in der Regie von Sophie Lindenbaum entsteht und geschrieben wird von auch Sophie und Michael Vetter-Natanski und gemeinsam realisiert wird mit einem großen Team aus unterschiedlichen Studierenden oder ehemaligen Studierenden, mit denen wir auch schon gemeinsam Kurzfilme realisiert haben. Das Projekt trägt gerade den Arbeitstitel Subtext, ist angelehnt an eine Idee, die Sophie in einem Kurzfilm während ihres Studiums umgesetzt hat. Der Kurzfilm heißt Out of Frame. Und da geht es, wie eben der Titel auch sagt, um eine Figur, die nie im Bild ist. Und das ist, glaube ich, auch so eine Eigenart der Regisseurin, Dinge auf also quasi gesellschaftliche oder auch persönliche Probleme auf eine spielerische Art und Weise zu behandeln. Für uns ist es als Produzenten sehr wichtig, dass wir Filme machen, die unterhalten, aber trotzdem eine gesellschaftliche Relevanz haben und sich mit Themen auseinandersetzen, die bewegen. Und so machen wir das auch in unserem Langspielfilm. Wir beschäftigen uns mit dem Thema der Stigmatisierung oder mit Feindbildern, könnte man auch sagen, und Diskriminierung und übertragen das in die Filmwelt. Also es geht quasi um Leute, die nicht richtig scharf gestellt sind, Leute, die vielleicht nicht richtig in Farbe sind, sondern verblasst, Leute, die vielleicht Fehler haben, weil sie falsch untertitelt sind und spielen sozusagen mit diesen Attributen, die man aus der Filmwelt kennt und übertragen das in unsere Geschichte. Wie trefft ihr eure internen Entscheidungen, ob es jetzt nun geschäftlich ist oder irgendwelche Projektplanungen? Wie macht ihr das? Take the risk. Ich wusste es. Und wenn ihr mal nicht zufrieden seid oder doch noch irgendwelche Bedenken habt, wie macht ihr das? Dann schlafen wir drüber. Und vielleicht pendeln wir dann am nächsten Tag nochmal. Das war ein Witz, den mir Laura zu unserer Gründung geschenkt hat. Falls wir mal ganz verzweifelt sind und nicht mehr weiter wissen, gibt es immer noch den Decision Maker. Ja, gemeinsam mit uns hier ins Startbüro ist Gitte Hellwig mit ihrem Team gezogen. Das ist auch eine junge Firma, die sich einer Animationsserie widmet mit dem Arbeitstitel Urban Nature. Zentrale Figur ist ein Fuchs, der eben in die Stadt, gerade ist das Berlin, wenn ich richtig informiert bin, zurückzieht. Und das ist natürlich auch eine Serie, die sich eben unter einer gesellschaftskritischen oder umweltkritischen, könnte man sagen, Perspektive damit befasst, weil ich glaube, dass man Füchse zum Beispiel in Berlin viel sieht, ist durchaus ein Phänomen, was viele Menschen immer wieder verwundert, manche auch nicht mehr. Und das ist sehr schön für uns, dass hier noch ein zweites junges Team mit drin ist, weil man sich natürlich auch immer gut austauschen kann über schöne Dinge als auch Probleme, auch künstlerisch sich gegenseitig inspirieren kann und sich gegenseitig einfach Rückhalt gibt für die Unternehmung, die man sich vorgenommen hat. Eine tolle Initiative von Studio Babelsberg, von Medienbord und ILB, die Studenten der Filmuni auf diese Weise auch unterstützen. Wir haben jetzt jemanden zu Gast, der auch Studenten unterstützt. Ich freue mich sehr, dass Tim Bosse hier ist. Hallo. Hallo Tim. Zwei Tims. Wahnsinn. Denn du bist Leiter des Ausbildungsrundfunks vom Medieninnovationszentrum, also MIZ in Babelsberg. Genau, hier, wo wir uns gerade befinden. Genau das hier wollte ich gerade sagen, dieses schöne Studio, das auch diesen Film mit möglich macht. Du kennst das hier alles in- und auswendig. Im MIZ, was ist für dich denn ein Ort, den du gerne besuchst? Wow. Studio, eine besondere Ecke?
Schwierige Frage. Es gibt viele Orte, an denen ich mich hier wohlfühle. Natürlich fühle ich mich im Studio sehr wohl, weil ich hier tatsächlich auch mit den Menschen, die selber Medien machen, stark zusammenarbeiten kann. Ich fühle mich sehr wohl im Büro. Wir haben ein größeres Büro oben, wo wir reizende Kolleginnen und Kollegen beiseite stehen. Aber eigentlich bräuchte ich genauso ein Panel, wie gerade eben im Film gezeigt wurde, um mich dann doch vielleicht auf einen Raum zu einigen oder zu verständigen. Die großen Weltentscheidungen wurden alle durch so ein Panel getroffen, glaube ich. Ja, anscheinend. Und in Zukunft auch hier. Ich hoffe doch. Wie sieht deine Unterstützung aus? Also in welcher Art hilfst du Studenten, jungen Menschen oder auch hier den Schülern? Dazu muss man vielleicht kurz erklären, was das MIZ ist. Also das MIZ, das Medieninnovationszentrum, ist eine Einrichtung der Medienanstalt Berlin-Brandenburg. Und wir beschäftigen uns primär zum einen mit der Förderung von Medieninnovationen, die einen starken Rundfunkbezug haben, die einen journalistischen Bezug haben, fördern da in verschiedenen Zielgruppen Medienprofis, Startups, Studierende. Auf der anderen Seite sind wir sehr stark dabei, Medienkompetenzvermittlung zu betreiben, wo ich dann tatsächlich auch tätig bin und viel mit Studierenden oder Filmschülern zusammenarbeite und Projekte realisiere. Deine Frage war, wie ich sozusagen, wie die Arbeit genau ist. Habe ich auch vergessen, aber deine Antwort hat mir gefallen. Ja, dann ergänze ich gerne noch. Tatsächlich machen wir solche Programme wie hier mit dem Filmgymnasium regelmäßig. Das wäre meine nächste Frage. Welche Projekte ihr denn noch macht? Diese Sendung, das wissen wir ja. Couch FM ist, glaube ich, auch hier. Richtig. Oder habe ich das falsch verstanden? Nee, das ist so gut verstanden, gut mitbekommen. Couch FM ist ein Beispiel, was beispielsweise im Hörfunkbereich stattfindet, was wir gemeinsam mit der Humboldt-Universität zu Berlin umsetzen. Ein großes Radioprojekt von Studierenden, die täglich Radio produzieren, in Zusammenarbeit mit unserem Medienpartner Alex Berlin, täglich eine Stunde und sich auch komplett austoben und in die Radiolandschaft schnuppern und sich wappnen für die Zukunft, hoffentlich. Und welche Projekte stehen noch an? Worauf können wir uns freuen? Viele, viele Projekte. Um mal ein Beispiel zu nennen, das MIZ beschäftigt sich gerade mit Medienutopien, insbesondere mit Medienutopien in Berlin-Brandenburg. Bedeutet, dass wir in den kommenden Wochen uns stark mit dem Thema auseinandersetzen und alle Bereiche, die im MIZ irgendwie eine Rolle spielen, auf dieses Thema einzahlen. Um mal bei Couch FM zu bleiben, die werden jetzt Anfang Juli eine Themenwoche starten, wo sich mit dem Thema Medienutopie auseinandergesetzt wird. Das heißt, jeden Tag wartet ein neuer Content. Aber Utopie ist ja eigentlich was Fiktives, was so schön ist, dass es das gar nicht geben kann. Was konkret wollt ihr denn? Nicht zwingend. Eine Utopie ist ja etwas, was vielleicht in Zukunft Realität werden kann. Und das wollen wir beleuchten. Also die Jahreszahl 2030 schwebt da auch immer so groß in der Luft. Was passiert in 10 Jahren? Wie sieht unsere Medienlandschaft in 10 Jahren aus? Insbesondere in Berlin-Brandenburg. Dieses Projekt hier, diese Sendung, ist auch durch euch mit unterstützt. Du hast jetzt also auch die Schülerinnen und Schüler, die hier gerade an der Kamera stehen und sich um diese Sendung kümmern, auch miterlebt und betreut. Ja. Jetzt kommt es zu diesem großen, schönen Abschluss. Was möchtest du ihnen mit auf den Weg geben? So vieles. Ich habe es ja tatsächlich jetzt auch im 6. Jahr miterlebt. Und jedes Mal ist es was Neues, Spannendes, auch zu sehen, wie von Anfang an dem Projekt noch auf dem Papier gearbeitet wird und wie dann im Laufe des Jahres alles zusammengefügt wird. Ich kann den Schülerinnen und Schülern nur auf den Weg geben, dass, wenn sie denn Blut geleckt haben, im Medienbereich dran zu bleiben, Praktikas zu machen, vielleicht in Richtung Ausbildung oder Studium zu schauen. Am Standort gibt es ja zahlreiche Möglichkeiten in diese Richtung. Und gerne unterstützen wir da auch vom MIZ. Es soll ein Aufruf sein, dass sich die Filmschüler auch an uns wenden können und wir da gerne unterstützen. Ja, wo wir können, natürlich. Ich glaube, hier haben ganz viele Blut geleckt, auf jeden Fall. Dankeschön an Tim Bosse. Als nächstes sehen wir uns den Film von Marit, Helin, Lisa und Stella an. Die haben nämlich die Potsdamer Stadtbibliothek besucht. Hallo liebe Zuschauer, wir sind heute hier in der Stadt- und Landesbibliothek Potsdam für einige Filmaufnahmen. In Zusammenarbeit mit der Bibliothek und dem Babelsberger Filmgymnasium sind bereits schon einige Filme entstanden. So lernten wir schon, dass sich hier ein 3D-Drucker befindet, der von im Workshop angelernten Personen zum Drucken ihrer Modelle benutzt werden kann. Des Weiteren wurde übermittelt, dass mithilfe des online stehenden Suchprogramms auf der Internetseite herausgefunden werden kann, welche Bücher im Besitz der Bibliothek sind und welche davon zurzeit zur Ausleihe zur Verfügung stehen. Dazu kommt, dass es in speziellen Arbeitsräumen die Möglichkeit gibt, ein persönliches Referate-Coaching abzuhalten.
Aber nicht nur dafür steht die Stadt- und Landesbibliothek. Sie bietet außerdem noch geflüchteten Menschen einen kostenlosen Bibliotheksausweis an, mit dem sie die vorhandenen Bücher zum Erlernen der deutschen Sprache benutzen können und gegebenenfalls auch Sprachkurse belegen können. Doch die Bibliothek ist nicht nur reich an Büchern, sondern auch an Musik. CDs, aber auch Schallplatten gibt es hier. Und die Schallplatten kann sich jeder hier selbst digitalisieren. Wie Sie jetzt auch herausfinden werden, besitzt die Bibliothek auch ein großes Filmarchiv. Was das allerdings zu bedeuten hat, werden Sie jetzt von Andreas Vogel, den Leiter vom Filmwerte, und Frau Mattekart, der Leiterin der Bibliothek, zu hören bekommen. Ja, mein Name ist Maria Mattekart und ich bin die Direktorin der Stadt- und Landesbibliothek in Potsdam. Ja, mein Name ist Andreas Vogel und ich bin Geschäftsführer der Filmwerte GmbH mit Sitz in Babelsberg. Und ich glaube, die Sendung heißt ja auch Neues aus Babelsberg, was dann natürlich ziemlich gut passt. Und wir haben tatsächlich etwas Neues entwickelt, nämlich ein Filmportal für Bibliotheken unter dem Namen Filmfriend. Ja, wir haben ja schon sehr lange DVDs, das sind ja auch Filme in einer Bibliothek, aber wir haben gemerkt, dass sich das Nutzungsverhalten ändert und dass zum Beispiel die Ausleihe von den physischen DVDs zurückgeht. Und deswegen fanden wir es sehr gut, dass es ein Filmstreaming-Portal gibt für Bibliotheken, Filmfriend, und haben es sehr gerne auch in unser Programm mit aufgenommen. Was uns natürlich besonders freut, dass unser Produkt Filmfriend, das war erst ein halbes Jahr überhaupt auf Sendung, schon einen Innovationspreis der Länder Berlin-Brandenburg bekommen hat, und zwar den Innovationspreis für soziale Innovation. Und der Preis für soziale Innovation freut uns natürlich ganz besonders, weil bei Filmfriend auch eine Zielsetzung war, eben einen barrierefreien Zugang zu schaffen, auch für die Menschen, die nicht in der Lage sind, vielleicht 10 oder 20 Euro pro Monat für einen Streamingdienst zu bezahlen und über einen normalen Bibliotheksausweis auch in den Genuss von Film schauen zu kommen. Uns gefällt das Angebot bei Filmfriend sehr gut, weil es sind ausgewählte Filme, die eine hohe Qualität auch haben, Arthouse-Filme, auch Filme von Absolventen der Filmuniversität in Babelsberg zum Beispiel. Das ist ja auch was ganz Besonderes hier auch in Potsdam vor Ort. Der Filmfriend ist ja im Juli 2017 gestartet in Berlin, aber sehr wenige Wochen danach ist auch die Stadt- und Landesbibliothek hier in Potsdam eingestiegen, wo wir uns natürlich sehr darüber freuen, weil wir quasi am gleichen Standort arbeiten und die Zusammenarbeit mit Potsdam macht natürlich auch richtig Spaß. Jetzt sind wir hier gut ein Jahr später oder anderthalb Jahre später und wir freuen uns, dass schon 45 Bibliotheken den Dienst jetzt anbieten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Also auch die Bibliotheken werden digitaler. Wie sollte es anders sein? Ich freue mich sehr, mit dem Mann darüber sprechen zu können, der einiges davon möglich macht. Hallo, Andreas Vogel. Hallo. Du bist nämlich der Geschäftsführer von Filmwerte. Wir haben viel von dir gesehen schon gerade. Es ist so, bei Netflix und Co. zahle ich mindestens 10 Euro pro Monat, um Filme und Serien zu sehen. Bei Filmfriend, eurem Projekt, finde ich Filme mit Ryan Gosling, Frederik Lau und brauche einfach nur einen Bibliotheksausweis. Genau, das ist es. Bibliotheksausweis ist in manchen Städten auch ganz umsonst. In Berlin kostet er 10 Euro. Ich weiß ehrlich gesagt in Potsdam nicht, wie viel es kostet, aber dann pro Jahr und nicht pro Monat. Und wenn man den Bibliotheksausweis hat, kann man dann unsere ganzen Filme gucken. Das sind über 2500 Stück mittlerweile, über 600 Spielfilme und Dokumentarfilme. Also wenn man es denn kennt und findet, finde ich ein tolles Angebot. Ich muss ehrlich sagen, ich finde das Layout ziemlich cool. Ich finde, wenn junge Firmen sowas Großes wagen wie einen Streamingdienst, dann scheitert es manchmal an der Handhabung und am Layout. Wie habt ihr das denn so gut hinbekommen? Ja, vielen Dank. Also das liegt natürlich immer an Menschen irgendwie und an der Einstellung, weil wir gesagt haben, wir müssen irgendwie so aussehen, dass man A, keine Gebrauchsanweisung braucht. Es gibt in den Bibliotheken noch viele Angebote. Da muss man so eine dicke Fibel lesen, wie man es denn tatsächlich funktioniert. Und das durfte natürlich beim Filmstreamingdienst nicht passieren, weil es gibt ja auch eine Welt außerhalb der Bibliothek. Und die Menschen, die wir erreichen wollen, kennen Netflix, die kennen Amazon Prime, die kennen die Mediatheken und die sind gewohnt, dass es A, ganz gut aussieht und B, dass es einen Knopf gibt, auf den man dann, wenn man draufdrückt, tatsächlich einen Film läuft. Und mit der Ausrede zu sagen, ja, wir sind ein kleines Unternehmen, haben nicht so viel Geld irgendwie, da hört leider keiner drauf. Das heißt, wir müssen genauso funktionieren, wie ein Netflix dann auch tut. Und Geheimnis Menschen, habe ich gesagt, wir haben einen tollen Grafiker. Okay. Es ist ja so, man möchte als Kunde oder als normaler Mensch einfach auf der Couch sitzen, auf Play drücken und dann geht's los. Bei euch ist es auch soweit, man kann es machen. Den Weg dahin, den stelle ich mir unendlich steinig vor. Allein bei den Wörtern könnte ich schon brechen. Filmrechte,
Bürokratie, Lizenzmanagement, um all sowas kümmert ihr euch auch. Wie hart war der Kampf, bis am Ende alles steht und man auf den Play-Knopf drücken kann? Ja, ehrlich gesagt sind das wirklich die Hauptherausforderungen gewesen. Aber da haben wir den Vorteil, wir sind ja schon seit 2003 an dem Standort Babelsberg. Also noch lange nicht so lange, wie das Standort gibt. Aber 2003 für so eine Firma ist schon ein langer Zeitraum. Und wir sind eigentlich hier gestartet und haben uns um Rechtemanagement gekümmert. Weil ich komme eigentlich ursprünglich nicht aus dem Filmbereich. Und als ich zum ersten Mal Filmverträge gesehen habe, dachte ich, oh Gott, was ist das denn? Wie viele Leute sind daran beteiligt und wie kompliziert ist das geregelt? Und da haben wir uns dann sehr intensiv mit auseinandergesetzt, auch mit alten Babelsberg-Produktionen, die man häufig deswegen nicht mehr sehen konnte, weil die Rechte unklar waren oder man eigentlich nicht mehr wusste, wer ist denn eigentlich an dem Film alle beteiligt und so. Und damit haben wir uns sehr intensiv auseinandergesetzt, haben dann dafür eine Software geschrieben auch und dann geht es tatsächlich schneller. Und am Anfang dachte ich nur, naja, die Firma vielleicht, die ich hier übernommen habe, die ist so schlecht organisiert und habe festgestellt, nö, bei allen Filmen ist das so kompliziert und deswegen nutzen viele diese Software und das hat uns überhaupt in die Lage versetzt, wir wussten, wer hat sozusagen Filmrechte und wir wussten, wie ist das Thema und das hat uns dann in die Lage versetzt, tatsächlich Lizenzen auch zu erwerben für so eine verrückte Idee wie ein Filmportal. Ganz so einfach finde ich es trotzdem nicht zu verstehen, Lizenzmanagement, also wenn du es jetzt einem Kind erklären müsstest, ihr müsst dafür sorgen, dass irgendetwas erlaubt ist, was sonst verboten ist, oder? Genau, wir haben natürlich jetzt keine illegalen Filme, sondern wir gucken, dass die Filme legal geschaut werden können. Und an Filmen gibt es immer Menschen, die Rechte haben. Und bei Filmen ist es immer besonders viele Leute, die Rechte haben, weil am Film sind immer sehr viele Leute beteiligt. Das haben jetzt die Schülerinnen und Schüler hier auch gemerkt, wie kompliziert das ist, schon eine Sendung hier, eine Stunde auf die Beine zu stellen. Und beim Film, ehrlich gesagt, ist es noch ein bisschen komplizierter. Da haben die Kameramänner, Drehbuchautoren alle noch Urheberrechte. Ja? Und die werden aber dann gebündelt über einen Vertrieb. Und dann den Vertrieb herauszukriegen, und sagen, lieber Vertrieb, wir wollen deinen Film gerne zeigen, gib uns dann doch das Recht dafür. Das haben wir dann gemacht. Das klingt unglaublich kompliziert und ich bin froh, dass du den Job machst und nicht ich. Du machst noch mehr. Ihr wollt auch beim Schulunterricht helfen. Da gibt es auch ein Problem mit Filmen. Da gibt es so eine komische Zahl. Man darf eigentlich nur 15% von einem Film zeigen. Mhm. Habe ich das richtig verstanden? Was kann man da helfen? Na, wir wollen demnächst uns auch mal so exemplarisch mal das Filmgymnasium Babelsberg angucken, weil da ist unser Vorurteil, dass die Leute auch Filme gucken wollen irgendwie und wollen mal schauen, wie können wir das in den Schulen besser organisieren, weil ehrlich gesagt, es gibt so Landesmedienzentrum, ich will jetzt nichts Schlechtes darüber sagen, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass von da aus wenig Filme in die Schulen landen und eigentlich doch entweder YouTube geguckt wird oder der Lehrer ehrlich gesagt eine DVD mitbringt und die dann mal nochmal einlegt und so. Und das wollen wir ein bisschen ändern, dass die Schüler und Schülerinnen oder im Unterricht eben auf Filme zugreifen können, die für sie wichtig sind und die auch vielleicht spannend sind und das eben einfach. Ja, dann wünsche ich dir bei den vielen Projekten weiterhin viel Erfolg. Filmfriend könnt ihr ja gerne mal ausprobieren. Vielen Dank an Andreas Vogel. Ja, herzlichen Dank. Geschäftsführer von Filmwerte. Hier hinter mir seht ihr auf diesem schönen großen Bild das volumetrische Studio auf dem Gelände der Filmstadt Babelsberg. Torben, Joshua und Neil haben das Studio besucht und für euch rausgefunden, was da drin passiert. Herzlich willkommen im volumetrischen Studio der Volucap. Mein Name ist Sven Bliedung und ich bin der Geschäftsführer. Was wir hier hinter mir sehen, ist das volumetrische Aufnahmestudio, was es erstmalig möglich macht, Menschen dreidimensional zu erfassen. Geschichtlich gesehen ist es so, dass wir derzeit die Situation haben, dass wir jetzt das erste Mal in der Lage sind, Menschen dreidimensional zu erfassen. Das kann man sich vorstellen wie im Filmbereich. Früher im Filmbereich war es auch erst möglich, nur Fotos von Personen zu machen, wo diese halt noch sehr lange stillstehen bleiben mussten. Das ist eine Phase, die wir jetzt im 3D-Bereich auch hatten, dass wir Menschen im Grunde als Fotogrammetrie oder fotogrammetrisch erfassen konnten. Das heißt, von mehreren Kameras von außen ein Bild wie ein Standbild machen konnten, was aber schon dreidimensional war. Einige kennen das vielleicht von 3D-Druckverfahren, wo man das machen konnte in Kaufhäusern. Und jetzt haben wir das erste Mal die Möglichkeit, von diesem Bild wegzukommen in die bewegte Animation. Das heißt also, von dem Foto in Richtung Film zu gehen. Und das ist halt das Novum, was wir mit dem volumetrischen Studio haben, dass wir nicht mehr einzelne Standbilder haben, sondern wir haben eine Verbindung von mehreren Bildern pro Sekunde, dass wir wirklich in der Lage sind, jetzt komplette Filme auf diese Weise aufzuzeichnen. Und das ermöglicht uns auch, kreativ mit diesem Medium zu arbeiten. Zur Gründung der Volucap gab es sehr früh schon erste Ideen und Gedanken, warum wir dieses Studio überhaupt benötigen.
Dazu wurde festgestellt, dass wir im Grunde ein ganzes Ökosystem schaffen müssen, wenn wir den Standort Babelsberg auf ein Level bringen möchten, um immersive Inhalte zukunftsträchtig gestalten zu können. Und diesbezüglich wurde das MediaTek Hub gegründet, was halt dazu dient, Startups und Innovation anzusiedeln und das Thema nach außen zu tragen. Und dann den Virtual Reality Verein Berlin-Brandenburg, wo es darum geht, die Vereine oder die Firmen, die sich mit dem Thema schon beschäftigen, zusammenzufinden und zu kooperieren. Und natürlich das volumetrische Studio, was ein wichtiger Aspekt ist, wenn es darum geht, Inhalte zu generieren und diese halt auch in der kreativen Art und Weise entstehen zu lassen, dass halt auch Kreative in der Lage sind, Inhalte dafür entstehen zu lassen. All diese wichtigen drei Bausteine sind jetzt gesetzt worden und das Schöne daran ist, jetzt sehen wir halt, wie das fruchtet und die Region nach vorne treibt, weil jetzt können halt große Produktionen und Projekte halt in der Region problemlos stattfinden und reibungslos ablaufen. Wir befinden uns jetzt in dem volumetrischen Studio. Das hier, was wir sehen, ist die Aufnahmefläche. Ich kann mich in diesem Radius hier frei bewegen. Und als Schauspieler benötige ich kein Greenscreen, keine Marker oder irgendwelche zusätzlichen Sachen. Das heißt, so wie ich jetzt hier stehe mit meinem Anzug, kann ich mich direkt aufnehmen und werde so wiedergegeben. Ich habe um mich herum 32 Kameras von allen Seiten, die mich abdecken und abfilmen. Und daraus wird dann nachher später eine richtige 3D-Figur erstellt von mir. Das heißt, ich bin nach der Aufnahme in der Lage, mich komplett frei im Raum zu bewegen und auch die Kamera frei zu positionieren. Ich kann halt im Nachhinein komplett um mich herum gehen, kann mich drehen und habe mich als richtige komplette 3D-Figur mit Bewegung und mit Textur. Was wir jetzt hier sehen, ist die virtuelle Platzierung einer unserer Figuren in die Realität. Das heißt, die Figur steht jetzt hier, man kann um sie herum gehen, ich kann mit den Selfies machen und kann sie komplett frei einsetzen in jeder beliebigen Umgebung. Man kann sich das vorstellen zum Beispiel für digitale Beipackzettel oder für Beipackzettel im Allgemeinen. Man guckt mit dem Handy auf den Beipackzettel, sieht den Mediziner auf einmal vor einem stehen und er erklärt einem, wie ich das Medikament nehmen muss oder die Anwendung auftrage. Das gleiche kann man sich auch vorstellen, wenn man eine Gameshow guckt, dass man auf einmal den Moderator vor sich stehen hat und der macht mit einem die gleichen Quizfragen, wie man sie live im Fernsehen sieht. Oder Sportevents, wo die Sportler, Fußballspieler oder Boxer auf einmal vor einem Zimmer stehen. Oder halt bis hin zu, sag ich mal, George Clooney, der einen auf einmal in der Küche empfängt mit einem herzlichen Willkommen und als virtueller Avatar erscheint. Das heißt, die Anwendungsszenarien sind sehr, sehr weit. Und das Schöne ist, wir sind jetzt das erste Mal in der Lage, hier diese Aufnahmen zu machen, die einzusetzen und auf diese Weise Produktionen stattfinden zu lassen. »32 Kameras, Menschen in 3D«, ich finde dieses Studio richtig geil. Und ich freue mich, dass der Mensch, der es mit erschaffen hat, heute da ist. Sven Bliedung, hallo. Hallo. Sven, du bist der Geschäftsführer von VoluCap und wir haben dich ja gerade schon kennengelernt. Stehst du jetzt wirklich vor mir oder ist das jetzt eine Projektion aus dem Studio? Nee, ich bin noch real heutzutage. Das geht noch nicht so einfach. Testen? Genau. Ja, okay. Genau. Er ist wirklich hier. Da arbeiten wir noch dran. Ja, aber nicht mehr weit. Wenn ich das Video sehe, muss ich sagen, ich hatte mehrere große Gedanken, als ich dein Studio kennengelernt habe. Mein erster war erstmal, wow, dass das geht. Mein zweiter war, 32 Kameras, die ganze Technik, dieses Riesenstudio. Was kostet das Ding? Das Studio an sich, also wir haben sehr gute Unterstützung vom Land bekommen und von der Stadt und so weiter. Und also von der Ausrichtung her kann man sagen, allein die reine Hardware liegt so bei ungefähr 2 Millionen, die da aufgerufen werden mussten, um das hinzukriegen. Also. Wobei man auch sagen muss, wir haben halt Gesellschafter bei uns mit im Boot, wie ARI, Studio Babelsberg, die UFA, das Fraunhofer-Institut und Interlake. Und die haben halt sehr viel mit reingegeben. Wir haben Lichter von ARI bekommen und natürlich von Kameraseite auch sehr viel Support gekriegt. Das heißt also, wenn man so ein Studio bauen möchte, so wie wir es vorhaben, und nicht diese Unterstützung kriegt von solchen Gesellschaften, dann muss man mit noch wesentlich mehr rechnen. Habe ich schon an deiner Antwort gemerkt. Du hast gar nicht über die Zahl gesprochen, sondern nur, wo es herkommt. Das ist eigentlich das alles Entscheidende. Ja, ne? Ja, Anders. Also auch von einem Team sowas umzusetzen, da braucht man schon gute Leute dahinter. Ja. Einen Film zu betrachten ist das eine, richtig eintauchen, das finde ich schon abgefahren. Gibt es denn jetzt schon Beispiele, wo diese Technik benutzt wird, Film, Computerspiele? Also ich glaube, eins der jüngsten Beispiele ist vielleicht von Madonna, das letzte Musikvideo. Da hat sie eine Live-Performance auf einer Bühne gemacht, wo sie 5-mal gleichzeitig auf der Bühne erschienen ist. Das sind so Beispiele, die aktuell gerade stattfinden. Du meinst aber nicht das beim ESC, was so schlecht ankam? Nicht das. Nicht das Musikvideo? Musikvideo, aber mit so einer Live-Übertragung. Es gibt halt sehr viele, also abgesehen davon, sehr viele Use Cases. Also im Grunde das, was wir geschaffen haben, ist wie eine neue Kamera, die halt jetzt Menschen dreidimensional filmen kann. Alle anderen Kameras filmen halt nur 2D-Abbildungen der Menschen. Das heißt, wir sind nicht in der Lage, danach die Kameraposition zu ändern. Und dementsprechend sind auch die Einsatzgebiete vielfältig, weil ich sag mal, bei einer 2D-Kamera hätten die Erfinder damals
damals auch nie darüber nachgedacht, dass heute autonome Autos mit diesen Kameras fahren können und das dazu hilft. Und das Gleiche erleben wir jetzt auch mit dem volumetrischen Aufnahmesystem, dass wir jetzt Anfragen aus Medizintechnik haben, also dann natürlich Entertainment-Sektor, wo es halt um Kinoproduktion geht, bis hin halt zu, ich sag mal, Sportevents, wo man halt zum Beispiel auch Anleitungen bekommt, wie werfe ich richtig einen Ball, wie spiele ich und so weiter. Und das ist natürlich ein ganz anderes Empfinden, wenn ich um die Figur wirklich herumgehen kann, mir das im Detail angucken kann, als wenn ich das halt nur entfernt auf so einem 2D-Bildschirm sehen kann. Ich erinnere mich daran, dass die Computerspielhersteller immer damit Probleme haben, Gesichter nachzustellen, weil wir so unendlich viele Muskeln haben und Gesichtszüge. Wird das jetzt einfacher? Sorgt ihr jetzt dafür, dass, wenn ich FIFA zocke, dass ich richtig sehe, wie der Spieler jubelt, wenn er Tor schießt? Genau, der Ansatz, den wir haben, ist ein komplett anderer als das, was die Computerspielebranche eigentlich macht. Weil was wir schaffen, ist, dass kreative Menschen anfangen können, 3D-Figuren zu erzeugen. Bisher ist es so, dass eine Figur, wenn sie erzeugt wird, wie sie so im Computerspiel zu sehen ist, separat aufgenommen wird. Das heißt, man baut erst diesen Körper und dann versucht man, diesen Körper mit so knochenähnlichen Strukturen und Muskeln zu simulieren. Und dann nimmt man die Bewegungsdaten von dem Spieler separat auf und versucht, das dann miteinander zu kombinieren. Und das führt immer zu so einer Diskrepanz, dass man bei diesen 3D-Figuren immer sieht, dass irgendwas komisch mit denen, auch gerade in der Bewegung, weil wir haben so viele Muskeln im Gesicht. Und was wir halt bei uns machen in dem volumetrischen Studio, wir filmen halt alles gleichzeitig. Und diese ganzen Details wie Falten in den Fingern und so weiter, das wird alles direkt mit aufgenommen, übertragen. Und dadurch schaffen wir eine extrem natürliche Wiedergabe der Person. Ihr habt wahrscheinlich 37 Hallen voller Server, wo irgendwie die ganzen Gigabyte, weiß ich, wie groß das ist. Also wenn da 32 Kameras alles aufnehmen, das muss ja riesig sein. Ja, wir haben so 2 Terabyte pro Minute an Daten, die wir filmen. Und also um das ein bisschen begreifbar zu machen, das sind so alle Bücher der ganzen Welt in 5 Minuten. Also alle 5 Minuten, die wir aufnehmen, haben wir dieses Datenvolumen. Und das wird tatsächlich nochmal, wenn wir es dann bearbeiten, nochmal 10 Terabyte pro Minute groß. So schön ich das finde, dieses Studio, ein bisschen Angst macht es mir auch. Also ich habe jetzt schon das Gefühl, oh, man kann jetzt Menschen einfach irgendwo hintricksen. Also gerade heute, ne? Siehst du nicht auch eine Gefahr, dass mit solcher Technologie Fake-Videos, Meinungsmache, Skandale noch einfacher werden? Also die Technologie, um jetzt 2D-Daten so zu verfremden, dass sie glaubhaft sind, gibt es jetzt schon. Also man kann jetzt schon Aufnahmen von uns machen und kann die komplett glaubhaft live per Webcam so modifizieren, dass jemand vor einem Computer sitzt, sich bewegt und spricht und es sieht aus, als würde die andere Person das tun. Selbst die Stimmensynthetisierung ist inzwischen so gut, dass man nicht mehr hört, ob die Stimme echt ist oder nicht. Also das ist, glaube ich, ein Themenfeld, was enorm zunehmen wird in nächster Zeit, was aber nicht so sehr an unsere Technologie gekoppelt ist, sondern eher daran, es ist ein generelles Feld, was einfach immer mehr Verwendung findet. Man hat derzeit noch das Empfinden, dass Fotos nicht so glaubhaft sind in vielen Bereichen, weil das so einfach zu beeinflussen ist. Inzwischen wird man sich halt daran gewöhnen müssen, dass halt auch, ich sag mal, Live-Übertragungen von Events einfach modifizierbar sind. Mhm. Das ist eher eine Sache, an die man sich dann gewöhnen können muss. Ja, gefallen kann es einfach mal nicht so richtig, wenn es passiert. Es wird, glaube ich, noch sehr spannend werden. Also ich glaube eher so die Richtung, wenn dann, ich sag mal, solche Systeme mehr Inhalt schaffen, als die eigentlichen Personen, die Inhalte kreieren wollen, gerade im politischen Sektor, das wird dann wahrscheinlich noch ein spannendes Feld irgendwann werden in der Zukunft. Aber da sind wir mit unserem Studio noch nicht. Also bei unserem Studio läuft es so, dass wir die Aufnahmen, die wir machen, 1:1 so wiedergeben können. Und dadurch arbeiten wir ja wie einem normalen Drehbuch oder wie in so einem Greenscreen-Studio. Und wir haben danach die Möglichkeit, komplett frei die Person überall zu platzieren, jeden Kamerawinkel zu bestimmen. Und das ist halt dieser riesen Mehrwert, der daraus entsteht. Ich bin ja auch ein Optimist. Ich denke auch, dass da viel Schönes draus entstehen wird. Digitaler Beipackzettel und was wir da alles schon gesehen haben. Bin gespannt, was da kommt. Ich wünsche dir viel Erfolg weiterhin mit dem Studio. Sven Bliedung, Geschäftsführer der VoyuCap, unser Gast. Tja, so schnell geht's. Wir kommen jetzt langsam schon zum Abschlusskomplex dieser Sendung und wir schauen dazu einen Filmbeitrag von Olga, Lina und Olivia. Ich begrüße euch. Ich bin die Geschäftsführerin der Vision U GmbH und wir sind eine Kreativagentur für digitale Bildung und als solche produzieren wir digitale Bildungsformate. Unser Team ist unglaublich vielschichtig. Also die 3 Gründerinnen, also eigentlich sind wir 2 Gründerinnen und 1 Gründer, das heißt, wir haben eine relativ gute Frauenquote bei uns, sind ursprünglich, kommen aus der Betriebswirtschaftslehre. Da sollte man meinen, was hat jetzt Betriebswirtschaftslehre mit Medienbildung zu tun und wieso produzieren wir Filme? Das hängt letztlich damit zusammen, dass wir relativ gut sind in der Strategie, Dinge zu durchdringen, Dinge zu verstehen und Probleme zu lösen. Wir haben es uns ja zum Ziel gemacht, die digitale Bildung zu beschleunigen, also die digitalen Transformationsprozesse im Bildungsbereich. Und wir sind fest davon überzeugt, dass es nur dann funktionieren kann, wenn man die Lehrenden mitnimmt, also diejenigen, die das mit den Schülerinnen und Schülern gemeinsam umsetzen. Und deswegen
kann es nur dann aus unserer Sicht funktionieren, wenn man sie auf diesem Weg dahin begleitet. Also das hat was mit Change Management zu tun und es hat was damit zu tun, die Lehrkräfte überhaupt zu befähigen, digitale Bildung selbst umzusetzen. Das geht einerseits davon, welche Technik brauche ich und welche Inhalte vermittle ich. Also gerade im Bereich der Medienbildung ist da unglaublich viel noch, was man vermitteln muss, weil die Lehrkräfte das im Zweifel selbst gar nicht in der Ausbildung hatten. Insofern, glaube ich, kann die digitale Bildung nur dann funktionieren, wenn alle Akteure zusammenwirken, von Schulträger über Schulämter, was die Fortbildung anbelangt, bis hin zu den einzelnen, jeder einzelnen Lehrkraft selbst und auch die Schülerinnen und Schüler, die im Zweifel gewisse Kompetenzen mitbringen, wo die ihre eigenen Lehrkräfte schon unterstützen können. Und manchmal ist es nur, wie schalte ich den Beamer richtig an? Wir sind damals gestartet mit der Berufsorientierung in Schulen und da war das so, dass wir tatsächlich drei Klassen bekommen haben nacheinander und mit diesen Klassen gemeinsam diese eine Projektwoche gestaltet haben. Es lief über 135 Minuten, interessanterweise ohne Pause, weil nicht einer der Jugendlichen eine Pause eingefordert hatte, das war ganz spannend zu sehen. Haben dann ausgewählt, für welche Berufe interessieren sie sich, das auch sehr viel mit digitalen Mitteln, also über Online-Fragebogen, eine direkte Zuordnung, sodass man direktes Feedback zeigen konnte innerhalb der Klasse und sind dann gemeinsam mit ihnen in die Betriebserkundung gegangen. Und auf Seiten der Unternehmenspartner haben wir gemeinsam vorbereitet, was ist eine Betriebserkundung? Es ist eben nicht, ich stelle mein Unternehmen vor, sondern es geht darum zu gucken, was sind die Aufgaben und dass die Jugendlichen selber die Aufgaben in den Betrieben machen durften. Und im Anschluss dessen gab es eine Reflexionseinheit, da haben die Jugendlichen selber Videos für produziert, haben sich das im Ergebnis vorgestellt, die einzelnen Berufe, die sie sich angeguckt haben. Und hinterher haben wir nochmal eine Reflexionseinheit mit den Lehrerinnen und Lehrern gemacht, die daran beteiligt waren und haben geschaut, was müssen wir noch wie optimieren. Das haben wir gemacht. Und heute ist es so, dass wir dieses ganze Programm als E-Learning aufgesetzt haben. Da gibt es die ganzen Checklisten, da gibt es Präsentationen, die Filme, die wir produziert haben, einzelne E-Learning auch für die Schülerinnen und Schüler, von einem Einstellungstest bis hin zu, bin ich ein Unternehmertyp. Das kriegen die ganzen Lehrkräfte in diesem E-Learning vermittelt, sodass sie selbst in die Lage versetzt werden, auch ohne uns in der Klasse, in jeder Jahrgangsstufe, dieses Programm umzusetzen. Also als Kreativagentur kann man natürlich nicht immer ein und dasselbe standardmäßig machen, sonst wäre man irgendwann nicht mehr kreativ. Insofern suchen wir uns auch immer Aufgaben oder neue Handlungsbereiche, auf die wir selber Bock haben, die uns interessieren, wo wir selber noch mehr selber uns weiterentwickeln und lernen wollen. Und da ist es zum Teil, dass wir einerseits gerade eine Serie planen zur Medienbildung und auf der anderen Seite eben diese App zur Berufsorientierung. Da arbeiten wir auch mit Experten zusammen, die für uns die App programmieren. Aber das ganze Inhaltliche, wie stellen sich die Unternehmenspartner daran vor, das kommt von uns. Und da haben wir uns jetzt ein Videoformat überlegt, wo Unternehmen ganz in kurzen, maximal 60 Sekunden ihre Ausbildungsberufe oder Studienberufe präsentieren können. Und das ist das, wo wir gerade daran arbeiten, mit Partnern wie dem RBB zusammen mit der ICS Group zum Beispiel. Also für die Zukunft stelle ich mir vor, dass wir natürlich noch weiter wachsen, auch als Team weiter wachsen. Wir haben unglaublich viele Ideen. Wenn uns eins nichts ausgeht, dann sind das, glaube ich, Ideen. Und wir haben auch noch ganz viel im Hinterkopf, was wir gerne umsetzen möchten. Insofern, wenn ich in die Zukunft gucke, dann sehe ich da unglaublich viele weitere E-Learning, die einfach Spaß machen umzusetzen. Viele weitere Serienformate auch. Vielleicht machen wir irgendwann auch nochmal einen Comic. Wir werden sehen, wo uns die Reise hinführt. An meiner Seite begrüße ich jetzt unseren letzten Studiogast für heute. Ich freue mich sehr auf Andrea Wickleder. Hallo. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Schön, dass du da bist. Du bist nämlich Managerin des MediaTek Hubs Potsdam. Ich habe mich ein bisschen schlau machen können und herausgefunden, dass eine eurer Hauptaufgaben anscheinend immer noch ist, Potsdam bekannter zu machen. Da hätte ich gerne ein konkretes Beispiel, was ihr da gerade macht. Vielleicht ganz kurz zum Hintergrund, was eigentlich dieser MediaTek Hub Potsdam ist. Es ist genau das, was wir heute auch schon gesehen und gehört haben. Das sind Unternehmen wie das Art Department oder Andreas mit Filmfriends oder Sven mit Volucap, Startups aus dem MediaTek Hub Lab, also junge Unternehmen wie Vision U oder auch Sinuru. Das sind aber auch die Forschungseinrichtungen und Hochschulen hier am Standort wie die Filmuniversität Babelsberg oder das MEZ Babelsberg, die sich alle in irgendeiner Art und Weise mit digitalen Medientechnologien beschäftigen. Das ist sozusagen unser Hub, also sprich die Bündelung, um die es uns am Ende des Tages geht.
Dazu habt ihr einen Accelerator? Genau, das ist eines dieser konkreten Beispiele. Vielleicht noch ein ganz Beschleuniger? Kurz, ein Beschleuniger, genau. Vielleicht ganz kurz auch noch zu den Beispielen. Was wir machen ist natürlich, oder vielleicht kurz auch noch zum Hintergrund, es gibt 12 weitere Standorte in Deutschland mit verschiedenen Tech-Fokussen, mit denen wir eng zusammenarbeiten. Zum Beispiel Hamburg im Bereich Logistik oder Nürnberg-Erlangen im Bereich Gesundheit. Gesundheitswirtschaft oder Digital Health. Uns geht es darum, voneinander zu lernen und miteinander zu lernen und uns gegenseitig eigentlich mit dem digitalen Know-how zu stärken. Und eines dieser Aktivitäten, die wir haben, ist der MediaTek Hub Accelerator der Universität Potsdam, der Filmuniversität Babelsberg damit und des Hasso-Plattner-Instituts. Genau, damit unterstützen wir Startups eigentlich mit einem maßgeschneiderten individuellen Programm. Das heißt, sie durchlaufen 6 Monate ein Programm, co-designed, also in Kooperation mit APX, Axel Springer Porsche. Wir erleichtern den Zugang zu einem internationalen Netzwerk aus Unternehmen, Investoren, Hochschulen, auch weiteren Gründern. Eine dieser Startups hast du gerade schon genannt, Sinuru Research. Und die schauen wir uns ein bisschen genauer an, denn Elias und Janis haben für euch diesen Startup vorgestellt. Ich bin Martina Berger von Sinuru Research. Wir sind eine Ausgründung hier aus Babelsberg, aus der Filmuniversität und dem Hasso-Plattner-Institut. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, das Kino persönlicher zu machen, eben eine Verbindung zwischen Kino und Besucher zu schaffen. Und daran arbeiten wir seit anderthalb Jahren, länger schon, seit über 2 Jahren in einem Team mit mittlerweile 8 Leuten und haben eine App entwickelt mit dem Namen Sinuru, mit der es möglich ist, Teil seines Kinos zu werden. Hallo, ich bin Daniela Zuklitsch, ich bin stellvertretende Geschäftsführerin der Thalia Programmkinos hier in Potsdam-Babelsberg. Wir selber sind große Kinofans in unserem Team und haben uns lange darüber Gedanken gemacht, wie kann man den Ort Kino persönlicher und von unserer Seite auch aus digitaler gestalten. Da hatten sie das Gefühl, es ist alles so ein bisschen analog geblieben. Man sitzt im Kinosaal, man sieht die Trailer und denkt sich bei jedem zweiten, boah, den wollen wir im Kino sehen, ne? Und stupst sich noch gegenseitig an und beide versuchen sich dann den Filmtitel oder den Schauspieler oder irgendwas zu merken und irgendwie ein halbes Jahr später kriegt man mit, der ist schon gelaufen. Und genau an dieses Problem wollten wir ran. Genau darüber ist dann die Idee für die App entstanden, dass der Kinobesucher ein bisschen was über seinen Filmgeschmack verrät, dafür dann aber wirklich über Filme nach seinem Geschmack immer informiert bleibt und nichts mehr verpassen muss. Dass Thalia bei uns mitarbeitet, liegt erstmal auf der Hand. Wir sind direkte Nachbarn, beide in Babelsberg. Dementsprechend war es natürlich einer unserer ersten Kinos, die wir angesprochen haben, gefragt haben, ob sie dabei sein möchten und waren dann ganz begeistert, dass sie sich gerade in ihrem 100-jährigen Jubiläumsjahr dann dafür entschieden haben, sodass wir sagen konnten, ein traditionsreiches Haus mit einem so tollen Programm wie das Thalia entscheidet sich dann auch für so einen innovativen Schritt, für einen neuen digitalen Kanal. Wir sind zu Sinuru gekommen, indem eigentlich Sinuru zu uns kam, Martina sich vorstellte und mir von dem Projekt erzählte. Mir erzählte, dass sie auf der Suche ist nach Kinos, mit denen sie zusammen diese App entwickeln können. Und da das Thema Big Data und Apps in Kinos ein relativ interessantes Thema für uns ist und auch für die Branche ist und sehr hoch diskutiert wird, haben wir die Chance genutzt und sind quasi als Pilotkino, als eines der ersten Pilotkinos bei Sinuru mit eingestiegen. In unserer App kann der Kinobesucher sich mit seinen Lieblingskinos verbinden. Dann kann er jeden Film, der bald in seinem Kino startet, dort entdecken, sich anschauen, alle Informationen dazu finden, ganz einfach und unkompliziert seinen Kinobesuch planen und sich eben auch jeden Film auf eine Merkliste setzen. Wenn beispielsweise irgendwann im Herbst 2019 irgendwas läuft, was einen interessieren würde, ist das schon mal gemerkt und gespeichert und die App wird dann automatisch vor Filmstart in meinem Lieblingskino daran erinnern, dass dieser Film läuft, sodass man nie wieder Filme verpassen muss. Sinuru bringt uns insofern ganz viel, als dass wir die Chance haben, unseren Gast oder unsere Gäste besser kennenzulernen. Wir können dann sehen, in welchen Filmen sie waren, welche Trailer sie gesehen haben, was sie also interessiert und haben somit die Chance, unseren Gästen personalisiert Filmvorschläge und Programmempfehlungen geben zu können.
Es gibt zwei verschiedene Typen von Kino-Apps. Zum einen gibt es ja sowas wie Kino.de, IMDb oder den Kinofinder oder sowas, wo alle Kinos drin sind, man zu allen die Spielzeiten findet und sich darüber informieren kann. Was die Apps aber nicht anbieten, ist eben diese echte Verbindung zum Kino, erinnert zu werden an den Film statt in einem bestimmten Kino oder eben auch die Bonusprogramme darüber zu finden, die direkten Informationen vom Kino über extra Benachrichtigungen, wenn halt ein besonderer Film im einzelnen Haus läuft. Wir haben Gäste, die diese App benutzen, aber lange nicht so viel, wie wir eigentlich gehofft hatten. Wir wollen die perfekte Kino-App auf den Markt bringen. Das heißt aber natürlich, dass man mit seinen Benutzern sprechen muss, verstehen muss, was sind denn da die Funktionen, die eigentlich gefragt werden, was noch fehlt. Also wir freuen uns immer, wenn wir Feedback und Kontakte bekommen, die uns dann sagen, was die App zu einer perfekten Kino-App macht. Eine tolle App also, auch wenn da noch mehr Menschen gerne das Ding auf dem Handy haben dürften und sollten. Andrea ist immer noch bei mir. Die App ist toll für die Kinos und für die Zuschauer. Wo war jetzt zum Beispiel bei Cinuro der Punkt, an dem euer MediaTek-Hub ins Spiel kommt und hilft? Genau, Cinuro und Vision U sind zwei Startups von uns, die im MediaTek Hub Lab sitzen. Das ist nochmal eine andere Geschichte. Das ist eine Etage am Ende des Tages in der Medienstadt Babelsberg, die für die Startups zur Verfügung steht, zu einem sehr geringen Entgelt, wenn man so will, zu einer günstigen Büromiete. Und dann helft ihr da noch durch andere Dinge? Also du hast ja auch gesagt, ihr seid wie so ein... Wir sind genau, als Teil dieser Digital Hub-Initiative können wir natürlich mit anderen Möglichkeiten unterstützen. Also zum Beispiel mit Messeauftritten national und international, mit Kontakten zu Investoren oder zu Netzwerken. Das sind einige der Beispiele. Du bist hier mittendrin im Filmzentrum, so wie unsere anderen Gäste auch. Potsdam hat ja vieles, Babelsberg besonders, Filmunis, Firmen wie eure, das Volumetrische Studio, Hollywood-Filme werden hier gedreht. Aber wenn auch du träumen darfst und alles möglich ist und Geld und Kontakte da, was würdest du dir wünschen, was muss noch nach Babelsberg und was muss hierher? Gute Frage. Also ich würde in erster Linie sagen, was ich mir wünsche, ist, dass dieser Standort weiter und auch die Menschen hier weiter so offen bleiben, ihre Geschichten erzählen und diesen Willen zur Kooperationsbereitschaft haben, weil ich glaube, die Technologien werden immer komplexer. Einer alleine wird kaum in Zukunft noch das Know-how haben, das zu bewältigen. Ich wünsche mir natürlich weiter auch die Neugier auf neue Technologien, die Entwicklung, Weiterentwicklung von Innovation. Und wenn ich ganz groß denken und träumen dürfte, würde ich mir natürlich einen Ort wünschen am Standort, wo sich gewisse Aktivitäten bündeln. Sprich, wo es eine Art Labor gibt, einen Showroom, um auch MediaTek anfassen und erfahren zu können. Ein so ein Haus, wo alle Startups sitzen können, wo auch die Unternehmen ein- und ausgehen können. Auch das ist ja nicht ungewöhnlich bei jungen Unternehmen. Genau. Gibt's auch, ja. Ja, genau. Das wäre eine schöne Zukunftsvision. Genau. Dann bedanke ich mich auch bei dir, Andrea Wickleder, die Managerin des MediaTek Hubs hier in Potsdam. Vielen Dank. Tja, liebe Zuschauer, wir kommen schon ans Ende unserer schönen Sendung Neues aus Babelsberg. Ich finde, die Schülerinnen und Schüler, die diese Sendung hier möglich machen, und das MIZ haben nochmal einen besonderen Applaus verdient. Denn das gibt es nicht überall, so eine Sendung. Ich wünsche euch viel Spaß beim nächsten Mal und sage Tschüss.